20 Minuten lässt du dir da drin eine Dauerwelle machen? Und tupier dir deine Haare nicht wieder so grässlich auf. Das kann ich nicht ausstehen. Ich frage mich, ob du am Ende ein Snob bist. Vermutlich ja. Ein Snob? Bist du es oder bist du es nicht? Wenn ich einer wäre, würde ich mir die Petersilie per Kurier ins Haus bringen lassen. Das machst du ja nur nicht, weil du keine Ahnung hast, was Petersilie ist. Oh, du freches Biest. Komm. Ich find's lustig, dass du ein Bad länger brauchst als meine Mutter. Was machst du denn da drin? Duschen, rasieren, was man halt so macht. Ich mag dich auch unrasiert. Schön mit dir. Mit dir auch. Zu spät. Was denn? Ich bin hoffnungslos in dich verliebt. Ach so. Du kennst mich doch kaum. Da hast du recht. Das Einzige, was ich bis jetzt von dir weiß, ist, dass du ein grässlicher Liebhaber bist. Und zwar so schrecklich, dass ich es kaum aushalte. Das macht abhängig. Du hast mir übrigens noch gar nicht deine Luftmatratze gezeigt. Jedenfalls nicht so richtig. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wenn du noch ins Bad möchtest, musst du dich aber beeilen. Es wird höchste Zeit. Was ist? Geht's dir nicht gut? Soll ich dir einen Tee holen? Du musst doch noch gar nicht aufstehen. Bleib doch liegen. Ich mach Frühstück. Svenja. Unsere Babette war gestern noch im Foxy, ja? Tanzt die ganze Nacht durch und jetzt blockiert sie das Bad. Ist was? Nein. Ich habe euch gehört letzte Nacht. Es gab was zu feiern. Ich meine hinterher. Als die Family weg war, du und Süle, ihr hattet ganz schön soft, oder? Ist doch normal, oder? Schließlich sind wir verheiratet. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, musst du nur sagen, ja? Ja, schon in Ordnung. Na, Katerstimmung? Guten Morgen, Sascha. Ja. Babette, beeil dich, muss los! Svenja, sag mir, was ich tun soll. Wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, was los ist, dann lasse ich dir 2 Tonnen Bananen ins Haus schicken. Tu mir einen Gefallen, ja? Ja, was du willst. Geh in deinen Laden, okay? Lass mich einfach mal in Ruhe. Ich meine, glaub mir doch, ich wollte es nicht verbocken. Darum geht's nicht. Hörst du? Das ist jetzt nicht wichtig. Was ist denn wichtig? Sag's mir doch bitte! Ich muss einfach mal in Ruhe über ein paar Dinge nachdenken, okay? Nichts weiter. Svenja, ich hab's ihm sagen müssen. Das war die einzige Möglichkeit, mit Vater Frieden zu schließen. Verdammt nochmal, es ist doch dein Enkelkind. Ach, bitte, Sylo.
Was ist denn jetzt los? Fahr weiter. Nein! Hey, Olli ist schon längst am See, hey. Steig ab! Jeden Tag die gleiche Nummer. Sag mal, du hörst wohl schlecht. Ich fahr nicht mehr weiter. Mach dir nicht ins Hemd. Halt bloß deine Klappe. Wenn das mein Mofa wäre, ich hätte Olli schon längst überholt. Es ist nicht dein Mofa. Olli! Hey, Olli! Was ist mit dir? Wieso fährst du auch wie ein Idiot? Hast du dir was gebrochen? Oh, meine Schulter tut so weh. Glaubst du, wir können ihn tragen? Vergiss es, das schaffen wir nie. Du musst aufstehen. Schaffst du es bis zum See? Spinnst du? Er muss ins Krankenhaus. Wir brauchen einen Arzt. Dann sag mal, wie wir ihn dorthin bringen sollen. Weit und breit ist kein Telefon. Und am See ist vielleicht einer, der ein Auto hat. Ja, schon klar. Ich hab's verstanden. Überraschung. Lala, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Was denn? Fällt dir gar nichts auf? Was ist das? Ein Koffer. Das ist mein Koffer mit meinen Sachen. Ich darf hier bleiben. Vater hat's erlaubt. Das ist toll. Das ist 14 Tage lang, das ist einfach fantastisch. Wenn du nicht gewesen wärst, ich hätte mich nie getraut, ihm das einfach so zu sagen. Ich freue mich so. Schön, dass du dich durchgesetzt hast. Bist du noch böse wegen gestern? Nein. Das ist schon in Ordnung. Irgendwann hätten sie es ja sowieso erfahren. Süle hat das bestimmt nicht absichtlich getan. Aber Vater ist einfach so verdammt stur. Ja, ja. Was hältst du davon, wenn ich hier aufräume und du gehst ein bisschen an die frische Luft? Ich kann dich doch nicht mit dem ganzen Mist hier alleine lassen. Nachher gehe ich und helf Süle im Laden. Du machst dir einen Tag frei. Sag einfach ja, ich will ja schließlich auch bei euch wohnen. Also gut, danke. Habt ihr eigentlich schon einen Namen? Für wen? Ach so. Ja. Nein. Dr. Jankowski, bitte kommen Sie in die Röntgenabteilung. Dr. Jankowski. Zimmer 14, hat sie gesagt. Ach Quatsch. Sie hat gesagt, wir müssen zuerst zum Röntgen. Ohne Aufnahme könnt ihr sowieso nicht sagen, was Sache ist. Könnt ihr euch vielleicht mal einigen? Ich habe keinen Bock, hier ewig rumzulaufen. Ach, jetzt hör schon auf zu meckern. Eigentlich müsstest du mir dankbar sein. Nur wegen dir habe ich diesen Hammerhasen aufgerissen. Ich habe sofort angesehen, dass sie ein Porsche fährt. Besser kann man doch gar nicht ins Krankenhaus kommen. Du hast den Riesenriecher. So ein Macho-Quatsch! Was ist denn jetzt, verdammt? Tom? Was machst du denn hier? Hallo, Herr Töppers. Wir müssen, Olli muss zum Arzt. Was ist denn passiert? Nicht schlimm, Olli ist nur vor dem Mofa gefallen. Bremse kaputt, ach, kein Problem. Tschüss, Herr Töppers, wir müssen dann zum Röntgen. Röntgen ist aber da hinten links. Na? Den Trip kenne ich. Brustkauf, oder? Was? Nein, ich hab's mir nur angeschaut. Ich kann's gar nicht glauben. Du motzt gar nicht rum? Alles in Ordnung mit dir? Kümmer dich um deine Aura. Gott sei Dank. Und ich dachte schon, du wärst über Nacht zum braven Hausmütterchen mutiert. Nur keine Angst. Naja, die coole Tour steht dir besser. Ist ja auch leichter, wenn man keinen an sich ranlässt. Ach was. Hey, du fühlst dich wohler, wenn du deine Beziehung nicht ganz so ernst nimmst. Babette, ich kann heute alles gebrauchen. Bloß keinen Vortrag von dir. Gib doch zu, du bist kein Familientyp. Das ist wirklich eine seltene Begabung, in anderer Leute Fettnäpfchen rumzuwühlen. Naja, die Wände in der WG sind nicht gerade schalldicht. Ich kauf dir ein paar Ohrstöpsel. Für jedes Ohr ein. Danke. Aber ich würde mich mehr freuen, wenn du zur Abwechslung mal nicht aus dem Lachen herauskämst. Deine Schwingung heute, stimmt's? Hey, denk doch wenigstens ab und zu mal an dich. Deine Ehe wird nicht besser, wenn du dich total abhängig machst. Was soll denn das? Nur weil Süle und ich ab und zu mal Stress haben, heißt es noch lange nicht, dass ich von ihm abhängig bin. Aber du bist auf dem besten Wege dazu. Und irgendwann wachst du auf und stellst fest, dass du alles gemacht hast, nur nicht das, was du wolltest. Warum gründest du nicht eine Partei? Oder besser noch eine Sekte. Schwafeln kannst du ja ganz prima. Wie lange willst du denn noch gefrustet und genervt herumlaufen?
Mann, du hast noch mindestens 60 Jahre vor dir. Und es geht doch nur darum, dass du das Beste daraus machst. Babette hat wieder mal das Geheimrezept, ja? Ein bisschen Esoterik, ein Löffel positive Energie, gut durchgeschüttelt, serviert auf Geschwätz. Mahlzeit. Hat irgendein Kunde deinen Einsatz überlebt? Oder muss ich aus Scham das Land verlassen? Sylos Dunstabzug funktioniert wie eine Eins. Stroms Whirlpool ist angeschlossen und die Waschbecken sind alle ausgeliefert. Montiert sind sie noch nicht? Ich bin kein D-Zug, okay? Ich habe übrigens rausgefunden, warum die Klospülung von der bescheuerten Knotz nicht funktioniert hat. Frau Knotz ist eine der wenigen Kunden, die pünktlich zahlt. Also nennen Sie nicht bescheuert. Gut, dann habe ich eben rausgefunden, warum die Klospülung von der lieben Frau Knotz nicht funktioniert. Willst du es wissen? Ihre Mutter hat den Sparstrumpf im Spülkasten versteckt. Das hast du gewusst? Deppers weiß alles. Irgendwelche neuen Aufträge? Nö, nur Kleinkram. Ach so, eine Anfrage von der Baufirma Wenzel oder sowas. Witzel. Eine Riesenfirma. Die bauen eine Wohnanlage oder so und du sollst ein Angebot machen wegen der Wartung. Nur die Wartung? Warum nicht der ganze Auftrag? Keine Ahnung. Was ist das denn? Haben Sie dich etwa schon entlassen? Naja, fast. Ich habe nur ein kleines bisschen nachgeholfen. Wird Zeit, dass die Katze wieder ins Haus kommt. Na, dein Tempo ist ja wirklich einmalig. Lichtgeschwindigkeit saust da vorbei. Jede Schnecke ist schneller als du, du Eil. Bin ich jetzt etwa umsonst hierher gekommen? Das kommt ganz darauf an, was du hier wolltest. Na, dich besuchen. Aber ich sehe schon, du fühlst dich ja erst wohl, wenn du richtig ranklotzen kannst. Oh, Trud, das kannst du aber nur wirklich nicht so sagen. Oh, doch. Lüg nicht. Du bist nicht wegen mir hier, sondern wegen Tom. Tom, wieso? Der rennt hier irgendwo rum. Sein Kumpel hat einen Unfall mit dem Mofa. Was? Wo ist er? Ich bin bis über beide Ohren verknallt. Und der? Auch, glaube ich zumindest. Aber er sagt ja nie was. Vielleicht sollte ich ihn mal fragen. Was meinst du? Wenn ihm danach ist, wird er es dir sagen. Du hast recht. Ich will mal wieder zu viel auf einmal. Aber ich quatsch dir hier die Ohren voll. Deswegen bist du bestimmt nicht hier, oder? Ich habe morgen einen Termin bei der Urban. Na endlich, du hast dich entschieden, hm? Und ich wollte dich fragen... Mensch, super, vielleicht... du kriegst das Kind, das finde ich klasse. Und wenn's da ist, spiele ich auch den Babysitter. So wie du aussiehst, wirst du bestimmt ein Mädchen. Ich hatte da mal so Broschüren über sanfte Geburt. Da standen viele Adressen drin und auch eine Menge gute Tipps. Aber in der Stadtbibliothek haben sie auch ein paar gute Bücher darüber. Svenja? Svenja, hey, bleib doch stehen! Svenja, komm zurück! Oh, ich bin so blöd. Sag bloß, du hast gerade meine Lieblingspatientin Frau Müller schön vergrault. Nee, aber Svenja war gerade da. Das ist so ein Mist, ich stehe manchmal wirklich auf der Leitung. Och, na komm. Wenn er nicht gebrochen ist, dann kannst du auf jeden Fall mit zum See. Witzvoll, ich musste irgendwie mein Mofa aus dem Wald kriegen. Und wo ist das Problem? Anna fährt mich dorthin und ich fahr's wieder zurück. Nee, ich hab die Schnauze voll von irgendwelchen Mofa-Experimenten. Mann, jetzt stell dich doch nicht so an. Vergiss es. Okay, da frage ich eben Matthias. Wenn er Zeit hat, fährt er uns bestimmt. Oh, Arthur, was machst du denn hier? Das möchte ich von euch auch gerne wissen. Ist es schlimm? Halb so wild. Was ist mit dir? Alles in Ordnung. Und du? Sag bloß, deine Eroberung hat dich heute versetzt. Oder gibt's diese Sophie vielleicht gar nicht? Ist Marie doch mit dir auf dem Mofa mitgefahren? Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Tom Winkelmann, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ortrud, ich kann dir alles erklären. Sag mir jetzt sofort, wo Marie ist. Hier geht's prima, wirklich. Du brauchst echt keine Gedanken machen. Sie ist im besten Händen. Wo ist sie? Wenn du sie bei irgendwelchen wildfremden Leuten am Baggersee geparkt hast. Nein, ich... Es ist nur... Sie ist... Tom, jetzt lüg mich nicht noch mehr an. Wir holen Marie jetzt sofort ab. Ich mach den Vorschlag. Ich fahr mit Anna zum See und dann hole ich Marie. Schluss jetzt. Wir holen sie zusammen ab. Na, worauf wartest du noch? Marie ist nicht am See. 20 Wohnungen. Weißt du, was das heißt? Nee. 20 Bäder. 20 Gästeklos. Alles neu gebaut. 20 Jahre Zwangsarbeit. Die haben nur die Wartung angefragt, weil sie denken, wir wären für den Rest zu klein. Den habe ich aber erzählt, wo es lang geht. Wer sonst, wenn nicht du? Also, wir machen die Wartung, weil
Für den Rest sind wir nicht groß genug. Verstehst du? Ja, Marcel. Wenn wir dich nicht hätten. Ausnahmsweise muss ich dir recht geben. Kannst du nicht einmal einfach nur zufrieden sein? Mit wem? Mit dir? Wenn ich dir einen Rat geben darf. Halt dir nächste Woche ein bisschen frei. Damit du in Ruhe deinen Herzinfarkt vorbereiten kannst. Ah! Kind, was machst du denn jetzt schon wieder? So eine Scheiße. Kannst nicht aufpassen, die Dinger sind teuer. Sag mal, reicht's jetzt bald? Du und dein Scheißladen! Ich reiß mir den Arsch auf, damit du zufrieden nach Hause gehen kannst, wenn die dich rauslassen. Jung, ich... Die Kundschaft ist zufrieden. Dein Laden ist aufgeräumt. Jede gottverdammte Schraube hat hier ihren Platz. Sogar dein Saustab und Rechnung ist in Ordnung gebracht. Boah! Danke, Sascha. Hast du toll gemacht. Wie wär's mal damit? Komm, zeig mal, was ist denn damit? Lass mich in Ruhe. Glaubst du denn, ich wäre auch nur einen Tag im Bett geblieben, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du das hier schon hinkriegst? Das könntest du mir ruhig ab und zu mal sagen. Ja, mach ich doch andauernd. Aber du hörst mir ja nicht zu. Bei dir geht dann noch der letzte Rest Selbstbewusstsein flöten. So einen Quatsch brauchen Lehrlinge sowieso nicht. Au, oh, das sieht nicht gut aus. Nee, nicht wirklich. Ich bring dich besser zu Doc Eschenbach. Nee. Ey, wenn, dann brauche ich einen Arzt, aber nicht Eschenbach. Svenja! Die Tür war angelehnt. Es tut mir so leid, ich hab's einfach nicht gerafft. Sag doch was. Als ich im Gefängnis war, hab ich geglaubt, das ist das Schlimmste, was mir je passieren wird. Ich hab immer nur an den nächsten Tag gedacht. Das kann ich mir vorstellen. Als ich dann rauskam, dachte ich, dass ich eine ganze Menge aushalte. Dass ich jetzt erwachsen bin. Das bist du doch auch. Ich kann nicht mal eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Wenn ich allein bin und das Baby denke, dann fühlt es sich gut an. Aber? Wenn mich jemand drauf anspricht, die ganzen Leute, die permanent fragen, wie es mir geht, wann es denn kommt, ob ich schon einen Namen weiß, ob es ein Mädchen wird. Wird das auf einmal so real, verstehst du? Ja. Ich sehe mich dann mit dem Kind auf dem Arm. Babybrei kochen, Windeln wechseln. Und mich selbst misse ich nicht mehr. Wenn es dir solche Angst einjagt, dann wäre es vielleicht besser, wenn du jetzt noch kein Baby bekommst. Das habe ich auch gedacht. Aber der Oberen hat mir einen Termin geben lassen. Ich weiß einfach nicht. Süle wünscht es sich so. Aber du musst es dir doch auch wünschen. In ein oder zwei Jahren wird sich Süle bestimmt genauso freuen. Und was ist, wenn ich nie wieder schwanger werden kann? Das ist doch Unsinn. Woher willst du das wissen? Die Oberen hat gesagt, dass es Fälle gab. Das sind Einzelfälle. Aber das Risiko ist extrem gering. Das ist nur ein ambulanter Eingriff. Kommst du mit? Na, hör mal. Also ich lasse dich da alleine hingehen. Natürlich komme ich mit. Robert wird schon mal einen Tag ohne mich auskommen. Wo musst du denn hin? Um 9:30. Holst du mich so gegen 9 ab? Danke, Nadine. Ich kann noch ein bisschen hierbleiben, aber ich muss zurück in die Praxis. Soll ich nachher noch mal vorbeikommen? Süle wird gleich da sein. Mhm. Hey, halt die Ohren steif. Du auch. Und versuch mal an was anderes zu denken.
fühlst dich gut an. Geht's dir besser? Ganz gut. Mir war heute nicht mehr schlecht. Möchtest du heute Abend irgendwo hingehen? Vielleicht in ein Restaurant? Halt mich einfach nur fest. Jedes Kind, du bist nicht meine Mami, okay? Du hast mir ja auch die Hand gehalten, ne? Setz dich mal dorthin, Sascha. Wie hast du das denn geschafft? Ich sag ihm ja immer, er soll langsam machen, aber der Junge hört ja nicht auf mich. Ich bin ausgerutscht und draufgefallen. Au! Naja, gebrochen ist er jedenfalls nicht. Vielleicht sind es die Bandscheiben. Das Gelenk ist verstaucht. Du wirst es eine Weile spüren. Ja. Er sollte nicht ganz so viel arbeiten die nächsten Tage. Gut, ich pass auf. Sie übrigens auch nicht. Ja, mach ich. Herr Töppers, wenn Sie mich angezeigt haben, das werde ich überstehen. Aber ich hatte Sie gebeten, zu mir in die Praxis Anzeige? Zu kommen. Anzeige? Was denn für eine Anzeige? Sascha hat gesagt, dass Sie die Ärzte kann. Au! Für wen halten Sie mich? Allen zwei Installationsaufträge hier in Ihrer Praxis und wir sind quitt. Oh! Blumen hier? Balkon? Ja, wer ist denn da, Marie? Ich möchte wissen, unter welchem Stein du rausgekrochen bist. Ortrud, ich wollte Tom nur einen Gefallen tun. Fallen eingefädelt, Kompliment. Wieso eingefädelt? Tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Du schreckst aber auch wirklich vor nichts zurück. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich habe nur auf sie aufgepasst. Tom und Marie zu benutzen, um an mich ranzukommen. Das ist wirklich das Allerletzte. Ortrud, ist es... Hör auf! Ist das wirklich das Ende von Ortruds und Matthias' Liebesbeziehung? Und wie kommen Svenja und Sylo mit ihren Problemen klar? Sehen Sie selbst im nächsten Marienhof.